Hallo Leute, da bin ich wieder, Emre 70 am Start. Ja, ihr seht, wir stehen in Emre Stylon. Ich hatte schon eine Aufnahme gestartet und habe nebenbei so einen Massenupload gemacht und da war mein Internet wohl etwas überfordert. Somit hat das geruckelt wie die Sau. Wirklich geruckelt wie die Sau. Ich habe also nur hier die letzten zwei Risse geschlossen. Bin dann hier in die Festung, habe mir noch den Quest abgeholt mit diesen drei Drachen. Also wir haben jetzt hier wirklich nur diese drei Drachen noch zu töten. Die machen wir aber etwas später. Ja, hier ist bloß noch wieder so eine Sammelaufgabe, denn ansonsten habe ich hier alles gemacht in dieser Region. Ich habe also die letzten Risse geschlossen und wir haben wirklich nur noch die Brutstätten. Ich wollte ein bisschen hier so. Tja, mir ist das alles zu viel, ne, wenn da so viel Zeug in den Dingern ist. Was ist denn hier noch? Ah, genau, unsere Berater sind ja auch zurück. Wir können uns um Blackwall kümmern. Ja, das werden wir jetzt machen. Da können wir, gehen wir als erstes mal gleich. Ja, jetzt haben wir da gleich einen Ladebildschirm. Es tut mir wirklich leid, Leute. Hier, himmelsfeste Eisen. Ja, es gibt noch so viel zu tun, ne? Und ich habe auch selber so viel zu tun, dass ich hier gerade ein bisschen megamäßig viel aufnehme, damit ich ein bisschen Ruhe habe. Eine Reise wieder mal. Ich düse mal wieder zum Fotografieren in eine andere Stadt. Bin ich schon mal wieder 5 Tage weg und kann nichts machen. Und dann, wie gesagt, sehr viel zu tun. Also müssen wir ein bisschen Vorarbeit leisten, damit ihr seht, wie es weitergeht bei mir. So. Was bist du denn? Schwarzer Wolf, ich mag dich nicht. Notizen des Stallmeisters zu Reittieren, okay. Und was bist du, der Torwächter? Keine Ahnung. Okay, dann geht's schon weiter. Siehst du, kaum ein bisschen zickig und meckerst ein bisschen, geht's weiter. Gut, dann machen wir jetzt Blackwall, dann haben mich alle Gefährtenquests abgeschlossen. Solas hatten wir ja letztens gemacht, ne, der da einfach abgehauen ist. Wir haben die Magier da umbringen lassen. Naja, gut. Moralisch vielleicht nicht so richtig, aber was soll's. Das ist ja das Schöne immer in den Spielen, man kann tun und lassen, was man will. Man kann sogar Leute abschlachten, wenn man das möchte. Ich würde ja Solas so gern mal eine reinklatschen, aber ich weiß nicht, wie man das hinbekommt. Also man kann ihm wohl eine Ohrfeige geben im Game, aber ich bin zu doof dazu. Also ich habe das noch nie hinbekommen. Ich weiß nicht, wie man das macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Was sehr, sehr, sehr ärgerlich ist. Was bist denn du da noch? Das ist, glaube ich, die Sängerin, oder? Das macht. Letztens habe ich schon so. Ach, wir hatten mit dieser einen, mit der Rissmagierin haben wir nicht geredet, deswegen wird die uns wahrscheinlich noch angezeigt. Na gut, mir egal. Dann schauen wir mal. Gehen wir wieder in unsere heimliche Burg. Ah, wollen wir mal gucken, was hier unser kleiner Hofnarr, da ist er doch, unser. Komm her, hier, na? Ein Scherz für euer geistiges Fassungsvermögen. Eine Frau stolpert. Ende. Also so ist das, wenn man hier reinkommt, hat man Glück, dass sie da steht und sie gibt dann immer irgendwie so mit ihrem trockenen Scheiß einen Satz von sich. Was ist hier los? Wie ihr befehlt. Ja? Nö. Warte mal, gibt es was Besonderes? Na, leb wohl. Auf ein andermal. Auf bald. Ich weiß gar nicht, habt ihr das mitbekommen, dass wir da, ich kann mich jetzt nicht erinnern, den König von den Archon von Tevinter unterstützt haben und den König nicht? Wir hätten beide unterstützen können. Wie gesagt, das sind immer so kleine Nebendinger, wo uns ein bisschen Einfluss gibt von Josephine. Ach, Morrigan. Na, lass mal gut sein. Ja, ihr seht, wir haben also diese Hauptquest da hinten. Jetzt gehen wir erstmal darüber und gucken mal, was den Brander der Venatori aufhalten. Hat das funktioniert? So, schon lange bevor wir Denerim erreichten, konnte mein Trupp den aufsteigenden Rauch sehen. Ich bedauere euch mitteilen zu müssen, dass der Brander der Venatori einen Großteil der Stadt niederbrennen konnte. Ach du lieber Sch Darunter auch Bereiche, die nach der Verderbnis wieder aufgebaut wurden. Oh je, oh je. Mist, verdammter. Da haben wir wohl die falsche geschickt. Ah.
Obwohl es uns nicht gelungen ist, den Brander aufzuhalten, freue ich mich dennoch über die Gelegenheit zur Zusammenarbeit mit der Inquisition, um die Venatheorie aufzuhalten und sichere Welt für uns alle zu schaffen. Ich hoffe, ich werde in Zukunft erneut die Möglichkeit haben, mit euch zusammenzuarbeiten. Ah, das ist Thales. Ah, die ist aus dem zweiten Teil als ein DLC. Ich habe den DLC nur ein einziges Mal gespielt. Ich bin auch nicht so ein Fan von dieser Thales. Das ist auch wieder so eine Elfentante. Aber wie dem auch sei, ich kann mich erinnern an die Kleine, die mich da auch ein bisschen verarscht hat, also sprich mein Hawk verarscht hat. Aber gut, egal. Ich schicke euch eine Zusammenfassung meiner Aufzeichnung von den fünf Übervenaturi-Aktivitäten in ganz Verhältnis und hoffe, sie wird euch nützlich sein. Du hast halbe die Stadt niederbrennen lassen. Verdammt. Abgeschlossen. Was? Abgeschlossen. Ich habe von verschiedenen interessierten Parteien im Winterpalast Rückfragen bezüglich eurer Abstammung erhalten. Ach, Andraste, stehe mir bei. Meinetwegen könnt ihr diese Briefe gerne als Brennmaterial benutzen. Spione in der Himmelsfeste. Nein, zu mir. Ich will wissen, wer sich nach unserem Kommandanten verzehrt. Wir können diese Informationen zu unserem Vorteil nutzen. Aleliana ist doch. Ich bin kein Köder! Sieht einfach nur hübsch aus. Süß, sieht einfach nur hübsch aus. Okay. Jetzt, was ist hier? Das Haus? Ah, wir hatten. Wir erhielten heute eine Botschaft des Hauses Alamask. Angesichts dieser schnellen Antwort fällt es schwer zu glauben, dass die Familie nichts von alledem wusste, was Dorian in dem Buch gefunden hat. Ich wüsste zu gern, wie lange sie sich schon fragen, ob ihr Geheimnis eines Tages ans Licht kommen wird, Liliane. Die stille Nachricht. Mein liebster Inquisitor, wir danken euch vielmals für die vorgelegten Informationen. Es ist skandalös zu denken, es bestünde eine Verbindung zwischen unserem Haus und irgendwelchen Unholden aus Legenden. Natürlich ist nichts von den Anschuldigungen wahr, und um euch dies zu beweisen, wird meine Familie die Inquisition in ihrem rechtschaffenen Kampf nach besten Kräften unterstützen. Bei euch im Glauben, Magister Iran Haus Alamais, ja, überragende Rune, das Ganze gut. Ja, ne, wir und die Tevinteraner. Was haben wir denn hier noch? Rat der Magi, Anvil, bla bla bla, blub blub blub. Haben wir das hingekriegt? Ja, mir egal. So, dann kümmern wir uns mal. Reniers Befreiung, eine Alternative. Tom Renier, Schicksal. Jetzt gucken wir mal, was wir hier für Möglichkeiten haben. Also, was haben wir denn hier? Wenn ihr es für sinnvoll haltet, können wir dafür sorgen, dass Tom Renier, uns vormals bekannt als Blackwall, aus dem Gefängnis von Volgario befreit wird, indem er seiner Bestrafung entgegensieht. Bedenkt allerdings, Inquisitor, dass er in Orlais als Verantwortlicher für das Massaker gilt, bei dem Lord Vincent Gael, ein General und treuer Verbündeter Silenz und seine gesamte Familie ums Leben. Ich überlasse euch die Entscheidung. Wir können hier auf einen Schlag zwei Probleme lösen. Okay. Es gibt in unseren Reihen einen Verräter, der Renier hinsichtlich seines Status und seiner Aussehen ähnelt. Wir könnten ihn fesseln und knebeln und Reniers Platz einnehmen lassen. Er wird an seiner Stelle hingerichtet und die Welt glaubt, Renier habe für seine Taten bezahlt. Was haben wir hier? Beziehungen. Ich kann den Orlasianischen Thron um eine Sondererlass bitten, der gewährleistet, dass Tom Renier in die Obhut der Inquisition überstellt wird. Das mag womöglich einige verärgern, aber nach Halam Shiral ist man uns dort noch einen Gefallen schuldig. Und du? Wir können das Gefängnis mit einer kleinen Truppe stürmen. Ja, das ist Blödsinn. Ich denke mal, wir machen zwei Fliegen mit einer Klappe, oder? Hier, komm her, mach das. Und kümmere dich darum. Unser Ersatzmann wurde an Tom Reniers Stelle hingerichtet. Soweit es die Welt betrifft, starb Renier bei Sonnenaufgang. Meine Emissäre werden die Täuschungen aufrechterhalten und verhindern, dass anderslautende Gerüchte aufkommen. Der echte Renier befindet sich in unserem Gewahrsam. Neues Gebiet freigeschaltet. Bericht annehmen. So. Dann werden wir mal noch hier gucken, die Spionen in unserer Himmelsfeste. Was für Schnarchnasen sind denn hier? Ach, die Thales. Thales Plan ist gut. Lasst uns diese Spione gegen die Venatori einsetzen und ihre Spur bis zum ihrem Meisterspion zurückverfolgen. Ja, hier macht das mal. Mir Dann wollen wir egal. doch mal sehen. So, was haben wir hier noch? Pikante Verhandlungen. Inquisitor, ich sage es ganz offen, ich besitze nicht einmal eine Maske. Okay, das kann hier eh nur. Es gibt viel böses Blut zwischen diesen Ländern, aber ich werde mein Bestes tun, um bei den Gesprächen zu vermitteln. Alistair und Selene, oder? Geht um eine Verhandlung. Hatte doch, Kaelin hatte ja im ersten Teil schon, haben wir doch. Nee, das haben wir noch nicht gemacht. In Deutsch. Okay, so weit sind wir da noch nicht. Na gut, egal. Ich sage es ganz offen, ich besitze nicht mal eine Maske.
Wenn mich die Kaiserin von Elea also zu echten Friedensgesprächen einlädt, werde ich daher nervös. Ich weiß zwar nicht, was Ole damit meint, aber wie man hört, beinhalten derlei Gespräche Gift und Tänze. Vielleicht sogar beides gleichzeitig. Es heißt, dass ihr Kaiserin Selene kennt und sie in eurer Schuld steht, weil ihr sie vor dem sicheren Tod bewahrt habt. Nachdem ihr auch mir das Leben gerettet habt, frage ich mich, ob vielleicht die Inquisition bei diesen Gesprächen vermitteln könnte. König Alistair. Na gut, Josephine. Fangen wir an. 14 Stunden seid ihr. 14 Stunden in Echtzeit. Gut, was haben wir hier noch? Es war noch was Wichtiges, diese Tänze mit der Witwe. Hier, der Tanz mit der Witwe. Mein lieber Lord Inquisitor. Oh Gott, jetzt geht's los. Im Winterpalast hatten wir ja leider keine Gelegenheit zu tanzen, aber vielleicht schenkt ihr mir ja den nächsten Tanz. Mag sein, dass ihr mit der Allemande nicht vertraut seid. Sie ist das Vorspiel jeden grandiosen Satzes in der Musik und jedes Zuges des Spiels. Ich würde mich glücklich schätzen, euch die Schritte zu zeigen. Zunächst stehen sich die Parteien in zwei Reihen gegenüber. Südlich des kaiserlichen Hochweges zwischen Verchiel und Montcimar liegt das Lienbecken, ein bezaubernder Ort mit Walnusshainen, Malven und fünfklassigen Mietgütern, die kürzlich ihren Lord an den Bürgerkrieg verloren haben. An der Westgrenze von Lien bringt der Hof, hoffnungsvolle Junge, kommt gerade seine Spielzeugarmee für eine Invasion in Stellung. Ihr wollt doch gewiss nicht, dass der arme Junge ohne Tanzpartner bleibt. Wenn die Inquisition das herrenlose Becken verteidigt, könnte es durchaus in euren Besitz übergehen. Überlegt euch eure Schritte also gut, mein Lieber. Herzlichst, Marquis. Jan ist dann ein kleines Tal. Wir können mühelos ausreichend Truppen zu seiner Verteidigung entsenden. Und was sagst du? Wir könnten die Gelegenheit mit der Witwe etwas subtiler nutzen, indem wir direkt mit dem Korn sprechen. Nee, wir machen hier. Du Nun machst denn. das. Ja, mach mal. So, einen haben wir noch, oder? Alles. Oh Gott, hier geht gar nichts. Ah ja, sind die alle beschäftigt? Ah ja, logisch, sind die alle beschäftigt. Ja gut, dann kümmern wir uns um Tom Renier. Das machen wir jetzt noch. Um Blackwall. Der müsste ja jetzt in unserem Gewahrsam sein. Wir wollen ja unseren Krieger wieder haben, ne? Auch wenn er ja, naja gut, seine Verbrechen. Ganze Familie abgeschlachtet. Ich weiß noch nicht so sicher, was ich davon halten soll. Fälle ein Urteil. Na gut, dann wollen wir mal ein Urteil fällen. Ja, Spione in der Himmelsfeste, Lebenswächter-Amulett, bla 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 blub blub blub. So. Na, Schnucki? Ist sie nicht süß? Ich werde nicht jonglieren. Nicht einmal Bauern haben Respekt vor Jongleuren. Okay, gut. Dann machen wir in dieser Folge noch das Urteil. Und danach werden wir noch mit ihm reden und dann mache ich diese Folge zu Ende, würde ich sagen. Auf geht's, ich habe nicht gespeichert. Verdammt, verdammt! Immer In das Gleiche Erwartung mit mir. eures Urteils, Inquisitor, tritt heute Hauptmann Tom Renier vor euch, vormals bekannt als Wächter Blackwall. Oh Gott, wie ein Schlückchen Wasser. Was ist mit ihm passiert? Wo ist der aufrechte Seine Krieger? Verbrechen. Nun, ihr kennt seine Verbrechen. Es war alles andere als leicht, ihn hierher zu bringen. Doch die Entscheidung, was mit ihm geschehen soll, liegt nun bei euch. Ich hasse es, euch zu sehen. Zeigt ihr keine Dankbarkeit? Euer Leben gehört nur mir. Na, ich hasse euch so zu sehen. Schaut mit, der schaut aus wie ein Schluck Wasser. Guckt euch den mal an. Er ist ein gestandener Krieger. Außerdem ist mein bester Krieger. Verdammt. Ich wusste, das hier wird nicht leicht. Aber dass es mir so schwer fallen würde, hätte ich nicht gedacht. Ein weiterer Umstand, den ich bedauere. Ich weiß, ihr habt dafür gesorgt, dass ein anderer meinen Platz einnimmt. Aber sind denn nicht schon genügend Leute für mich gestorben? Ich hatte keine Wahl. Ihr verurteilt mich. Eure Meinung ist unwichtig. Du verurteilst mich? Ich fürchte, ihr habt euer Recht, über andere zu urteilen, verspielt. Es gibt meinetwegen schon genug Böses in der Welt. Ich hatte meine Strafe akzeptiert. Ich war bereit, mit allem abzuschließen. Warum musstet ihr es verhindern? Was wird nun aus mir? Das ist ja ganz schön leicht gemacht, ne, würde ich sagen. So, ja, wir könnten jetzt sagen, also entweder die Wächter, ihr bleibt bei eurer, also bei der Lüge bleiben, das lassen wir nicht.
ihn in Diensten der Inquisition behalten, ja das sowieso. Ihn freilassen, um ihm die Möglichkeit zu geben, seine Verbrechen wieder gut zu machen. René den Wächtern übergeben, sobald das alles vorüber ist. Ich habe ihn normalerweise immer den Wächtern gegeben. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man sagt, dass er Buße tun soll. Ich mache mal Buße. Ich kenne es auch nicht. Ich habe, glaube ich, wirklich 10 Spielstände oder mehr gehabt. 1000 Spielstunden und ich habe noch nie ihn freigelassen. Ich weiß nicht, was passiert. Machen wir jetzt. Also, ihn freilassen, um ihm die Möglichkeit zu geben. Ist er dann nicht mehr bei der Inquisition? Mist, hätte ich doch bloß gespeichert. Wenn es jetzt dumm läuft, verlieren wir Krieger, oder? Okay, tut Buße, ihr seid frei. Ihr erhaltet eure Freiheit. So einfach kann es nicht sein. In der Tat, ihr seid frei, um als der Mann, der ihr seid, Buße zu tun. Nicht als der Verräter, der ihr wart, oder der Wächter, der zu sein ihr vorgabt. Als der Mann, der ich bin? Ich kenne ihn kaum, aber ich habe einiges wieder gut zu machen. Okay. Wenn meine Zukunft mir gehört, stelle ich sie in die Dienste der Inquisition. Ah, okay. Mein Schwert gehört euch. Angenommen, ich hätte etwas anderes gesagt. Hätte mich dann ein Pfeil aus dem Krähenschlag wie eine Kerze ausgepustet. Bezieht euren Posten, Tom Renier. Oh. Lucien, das war jetzt aber schon... Interessant, ich wusste das so nicht. Ich kannte das nicht, also... Ich hab da jetzt mit euch was Neues ausprobiert. Was, schon wieder ein Urteil? Nein. Jetzt aktualisiert sich das wieder hier nicht. Sierra war dafür. Sierra fand das gut, dass wir das gemacht haben. Na gut, wir reden nochmal mit ihm. Wir gehen da noch hin. Das machen wir jetzt noch kurz. Mal sehen, ob er noch was zu sagen hat. Jetzt muss ich mal das hier, das Ding da oben. Ja, jetzt geht die Quest weg. So, was Blödes da. So, komm. Ja, wir nehmen den kurzen Weg. Gibt keinen Fall Schaden. Dann schauen wir mal, ob er noch was... Wo ist er denn? Ist er hier? Ah ja, okay, komm mal her. Inquisitor? Nachforschen? Reden wir über die Wächter? Nein, wie nenne ich dich jetzt? Wie soll ich euch jetzt ansprechen? Mit Renier oder Blackwall? Ich habe mich an Blackwall gewöhnt. Vielleicht sollten wir es weniger als Name, sondern vielmehr als Titel betrachten. Ähnlich wie Inquisitor. Es wird mich daran erinnern, was ich sein sollte. Das ist nicht dasselbe, wie ihr wollt, ein nobler Gedanke. Jeder braucht etwas, wonach er streben kann. So ist es. Freut mich, dass ihr es versteht. Reden wir über die Wächter? Wollen wir über die Wächter reden? Ja, gut. Gibt es überhaupt irgendetwas, das ihr über die Wächter wisst? Oder war alles nur erfunden? Oh. Ich habe nur weniges erfunden. Außerdem hatte ich befürchtet, ihr wüsstet genug, um mich zu widerlegen. Ich bin ein schlaues Büschchen. Paul hat mir auf dem Weg zu meinem Beitritt ein paar Dinge erzählt. Okay. Aber sie sind ein Orden, der seine Geheimnisse wahrt. Nicht einmal die erfahrensten Wächter wissen alles, was es zu wissen gibt. Achso, du hast ihn. Genau, er hat ja den Ruf niemals. Jetzt wissen wir, warum euch Korypheus Ruf nie sonderlich beunruhigt hat. Ja, ich besitze keine der Fähigkeiten der Wächter und auch keine ihrer Schwächen. Okay. Aber ich hätte mich dennoch durch die dunkelsten Schächte der tiefen Wege gekämpft. Ebenso wie jeder echte Wächter. Es steckt mehr dahinter als nur die Fähigkeit, die dunkle Brut spüren zu können. Wächter Blackwall hätte dem zugestimmt. Okay. Die Wächter in Adamant haben auf euch gehört. Sie haben euch als einen der ihren gesehen. Man braucht vielleicht einen Außenstehenden, um einem zu zeigen, wie viel von sich haben selbst... Haben wir ihn in Adamant dabei gehabt? Ich kann mich nicht erinnern. Ich habe die schon so lange her. Eines Lebens als Wächter nie kennengelernt. Ich habe immer nur das Ideal gesehen. Ich nehme an, ich habe sie an etwas erinnert, das sie vergessen hatten. Hätte er dem zugestimmt, dass es nur ein Wunsch ist? Ja, verehren tut er dich schon irgendwo, ne? Ihr empfindet Hochachtung vor den Wächtern. Sie nehmen jeden, von den Edelsten bis hin zu den Verabscheuungsfürsten. So schaut's aus. Und machen sie zu Gleichgestellten. Ich musste daran glauben, dass so etwas möglich ist. Und warum wurdest du rekrutiert? Warum wollte Blackwall euch rekrutieren? Er hat es mir nie gesagt.
Ich weiß nicht, was er an diesem Tag in mir sah. Abgesehen von einem Wrack, das eine Tavernenschlägerei angefangen hat. Die Dorfmiliz hat an diesem Abend auf schmerzhafte Weise gelernt, was geschieht, wenn sie die Schankmaid belästigt. Ich wusste nicht, dass ich Publikum hatte. Wart ihr betrunken? Er hat euch kämpfen gesehen. Wart ihr betrunken? Wart ihr betrunken, als ihr die Schlägerei angefangen habt? Beim Erbauer, nein. Ich war nicht betrunken. Aber ich hatte... Man kann doch mal fragen. Dem Mädchen gesagt, sie solle mir mehr Wein bringen. Aber sie konnte es nicht. Nicht, solange sie von diesen Rüpeln belästigt wurde. Also musste ich etwas unternehmen. Naja, na gut, das genügt vorerst. Das würde ich auch sagen. Sprich ein andermal fort. Jetzt müssen wir mal gucken, weil ich würde schon gerne Cassandra gegen Blackwall austauschen. Da ich aber nicht weiß, was Blackwall... Denn die Gruppe würde ich dann also bis zum Ende durchziehen. Jetzt gucken wir mal. Es dauert ein bisschen, bis das aktualisiert ist. Was hat er denn? Oh Gott! Eieieiei. Da würde ich mal sagen, wir nehmen Cassandra alles weg. Gib mir das. Du kannst hier das da nehmen. Mir egal. Und Rüstung. Habe ich hier ja auch eine gute gebaut. Und gib mir mal den Helm. Ja, du kannst die Kommandantenrüstung der Boomster, Dingster Boomster anziehen. Ja, dann nimm diesen komischen... Oh, schaut das schrecklich aus. So, mal gucken, was die hier noch an Accessoires hat. Nix. Die Gesundheit gibst du mir mal. Schildschlag. Kriegsschrei. Gib mir mal den Schildschlag, so. Du kannst haben... Ja, ist mir jetzt egal. So, dann gehen wir mal zu Blackwall. Das wird dann unsere zukünftige Truppe sein. Dann nimmst du das Ding. Ja, natürlich nimmst du das Ding. Nein. Nein. Ja, hoffentlich habe ich ihn jetzt... War er ein Einhänder oder ein Zweihänder? Ich weiß es nicht mehr. So, dann nimmst du diese Rüstung hier. Und den Venatori-Helm. Schaut zwar fürchterlich aus, aber ist egal. Und bei Accessoires... Ah, der war, das Amulett war nicht schlecht, ne? Der Träger gewinnt jedes Mal Gesundheit und Ausdauer hinzu, wenn ein anderer stirbt. Aber ich glaube, das gebe ich... Wie heißt sie denn? Sierra, der Kleinen. Hier, du kriegst nochmal Gesundheit, haue ich nochmal dazu. Was hast du denn für Ringe? Vergeltungsschlag. Nimm mal den Schildschlag hier. Und was hast du hier? Rüstungsdurchdringung ist okay. Und dann gebe ich Sierra 10 Geschicklichkeit. Aber ich finde, dass die Gesundheit bei jedem und Ausdauer, finde ich, ich finde es besser. Du brauchst auf alle Fälle einen besseren Gürtel, Mädchen. Was hast du denn für einen Schrott hier? Cool, was hast du? Heilungsbonus. Vivienne. Resistenz gegen Feuer. Solas ist mir wurscht. Warwick. Was hast denn du? Straucheln bei Treffer. Kondition. Und der Bulle Maximum Block. Na gut, dann würde ich sagen, wird unsere Truppe sein bis zum Ende Blackwall, Sierra und Dorian. Ich bin nicht so der Mensch, der permanent durchwechselt, habe da nicht so einen Fun dran. Wenn ich eine Gruppe habe, dann ziehe ich das mit der eigentlich auch durch. Kannst du haben. Und dieses komische Schwert kannst du auch haben. Vivienne ist mir wurscht. Kannst du auch haben. Und was bist du? Krieger kannst du haben, ist mir egal. Das kannst du haben. Jo. Ich kämpfe nur mit anderen Mitteln. Die Jugend liebt den schnellen und blutigen Sieg. Ah ja. In einem meiner Bücher. Hast du es mir etwa gestohlen? Genau, hier wäre wahrscheinlich die Riss... Genau, hier stand die Rissmagierin. Das wird mir halt jetzt immer noch angezeigt. Das ist jetzt ein bisschen doof, aber macht nichts.
Gut, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Renier haben wir freigelassen. Wie gesagt, ich bin gespannt auf die Auswirkungen, weil ich das nicht kenne. Wird mal auch was für mich Interessantes jetzt wieder sein. Und beim nächsten Mal werden wir... Oh Gott, was machen wir denn beim nächsten Mal? Wir könnten mal diesen blöden Tempel hier machen, den Gott der Geheimnisse. Ich würde mal sagen, das machen wir beim nächsten Mal, ne? Da haben wir mal, ich weiß, dass man da ein bisschen kämpfen muss, ein bisschen Action und nervig Rätsel, Mist. Gut, aber das machen wir beim nächsten Mal, würde ich sagen. So. Ja, ich sage danke fürs Zuschauen, eure Emerald70, bye bye.